halten, dass Muslime, die jetzt als Beispiel die deutsche Kultur akzeptieren müssen, aber das heißt nicht, dass sie ihre Religion aufgeben müssen und sich anpassen müssen. Das hier einmal nochmal fragen, was hier steht. Ja, erstmal vielen Dank. Ich glaube, das war ein sehr harmonisches Gespräch. Ihr kamt relativ schnell das Gefühl auf einen gemeinsamen Nenner. Ich habe jetzt aufgeschrieben, große Unstimmigkeit über den Begriff Integration, erstmal so grundsätzlich. Ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich fand, der Ansatz ist sehr gelungen, dass man so sagt, okay, es gibt so einen großen gemeinsamen Nenner, das ist zum Beispiel das Grundgesetz, da halten wir uns, das ist so der Status quo. Aber ich glaube, wir begeben uns in gefährliche Tiefen, wenn wir jetzt anfangen, mit das sind die Werte, das sind die Prinzipien, um die es geht. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gefährliches Thema, weil ich glaube auch nicht, dass jeder Deutsche ohne Migrationshintergrund die gleichen Werte teilt wie jeder andere sonst. Ich habe ja auch nochmal eine Folie gereicht bekommen, auf die geschrieben wurde, es ist gut, wenn Menschen sich gegenseitig akzeptieren und wir Muslime uns in der deutschen Gesellschaft, uns der deutschen Gesellschaft anpassen, aber unsere eigene Religion und Kultur nicht vernachlässigen. Das schließt sich an die Gedanken, die schon geteilt worden sind. Also wir sind, glaube ich, viele derselben Meinung. Könnt ihr beide das Vorurteil nochmal wieder in den Himmel hängen? Und ich habe dich eben gerade gesehen, wie du gezeigt hast, sozusagen, was du auch geschrieben hast. Kannst du es kurz nochmal vorlesen? Das war nämlich ganz spannend. Ich habe geschrieben, Integration ist nicht Assimilation, weil der Herr über die verschiedenen Ansichten von Integration geredet hat. Und Assimilation ist ja, wenn man genauso wird wie die Kultur. Und ja, da ist der Unterschied. Vielen Dank. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aus der Mitte herausgehen, wenn ihr noch weiter diskutieren wollt. Aber wir wollen ja auch die Gedanken so ein bisschen auffrischen. Gibt es denn noch Nicht-Muslime, die ein Vorurteil aus dem Himmel greifen wollen? Und möchtest du ein Vorurteil aus dem Himmel greifen, gerade wo du in der dritten Reihe sitzt? Stehst? Ach so, ein Vorurteil aus dem Himmel. Genau. Wir diskutieren hier in einer Runde über Vorurteile. Komm, setz dich doch zu uns. Wie heißt du denn? Jule. Hallo Jule, setz dich. Wer möchte denn mit Jule diskutieren? Wollen wir auf Jules Vorurteil warten? Oder? Wir warten auf Jules Vorurteil und dann gucken wir mal, wer Lust hat, mit Jule zu diskutieren. Super, dann setz dich. Jule, setz dich in die Mitte. So, möchtest du mit Jule diskutieren? Wie heißt du denn? Entschuldige bitte? Bara, herzlich willkommen. Vielen Dank. Jule, dann bitte ich dich mal, das Vorurteil aus dem Himmel zu nehmen. Das dann vor uns zu diskutieren. Ihr könnt wieder sozusagen die Diskussion im Stillen führen, euch Notizen zu machen oder dergleichen. Wenn ihr nicht genug Zettel habt, wir können hier aus der Mitte noch welche rausreichen. Nun liegt es an euch beiden, Jule und Barra, das zu diskutieren. Oh Gott. Ja, liebe Barra, ich habe gehört, alle Muslime seien gastfreundlich. Kannst du mir dazu was sagen? Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Wie gern würde ich dem zustimmen? Und es ist auch gerade so ein bisschen herausfordernd, mal mit positiven Vorurteilen hantieren zu müssen. Genau. Ich glaube, genauso wie es in jeder anderen Gesellschaftsgruppe oder jeder anderen Religionszugehörigkeit oder was auch immer unterschiedliche Menschen gibt, gilt es auch hier zu differenzieren. Es gibt sehr, sehr gastfreundliche Muslime, dem kann ich zustimmen. Aber es wird auch sicherlich zu eurer Überraschung auch welche geben, die nicht so gastfreundlich sind. Von daher glaube ich, ist es immer ganz, ganz schwer, es pauschal zu sagen. Vielleicht hat man irgendwie den Eindruck so, ne, man wird ein paar Mal eingeladen. Meistens sind auch diejenigen, die jemanden einladen, auch gastfreundlich. Das passt irgendwie dazu. Aber es wird sicherlich auch diejenigen geben, die du vielleicht nicht so als gastfreundlich empfindest. Also muss man stark differenzieren. Naja, ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn ich
dass ich von Muslimen oder Muslimin öfter eingeladen werde, dann werde ich immer ganz reich gekocht und betet. Und genau, ja, deswegen kam mir dieses Vorurteil hier in den Sinn. Könnte man es nicht auch, also du meinst jetzt klar, es ist ein Vorurteil, und auf jeden Fall ist es das, das muss man immer differenzieren und sowas, aber vielleicht, was ich interessant finde, vielleicht auch, wenn man auf den Islam oder so geht, wenn ich was Falsches sage, müssen mich alle berichtigen, dass ja irgendwie so dieses Egalitäre, dieses müssen alles für alle, wir teilen alles mit der Gemeinschaft und sowas, würdest du sagen, das passt irgendwie zu diesen Vorurteilen, dass es vielleicht da irgendwie mit reingespielt hat oder reinspielt? Ich glaube, es ist immer eine Frage, es ist auch sehr schwer, irgendwie klare Linien zu ziehen. Ist das jetzt kulturell bedingt oder ist das religiös bedingt? Es gibt durchaus sicherlich Verse aus dem Koran, die dazu appellieren, dass man freundlich ist zu den Menschen, entgegenkommend ist. Ja? Und es ist aber ziemlich schwierig, zu sagen, okay, weil wer ist denn jetzt der Prototyp-Muslim? So, ne? Ist das irgendwie der vielleicht irgendwie aus dem Balkan kommt? Oder ist es vielleicht, keine Ahnung, auch einer aus Schweden, der genauso Muslim sein kann? Das kann man ja nicht festmachen. Dementsprechend ist es sehr schwierig. Es gibt durchaus Anhaltspunkte, ne, wenn du jetzt irgendwie auf das Religiöse hinaus wolltest, wo man definitiv einige Lehren aus dem Koran oder aus dem Leben des Propheten ziehen kann und wo es definitiv viele Indizien dafür gibt, dass man gastfreundlich ist. Ne? Keine Ahnung, mir fällt jetzt spontan die Überlieferung ein, wo es im Geist, derjenige ist nicht gläubig, ja, der seinem Nachbarn das wünscht, was er sich selber wünscht. Ja? Oder vielleicht selber etwas zu essen hat, während sein Nachbar hungert. Und genau, und Nachbarschaft wird auch sehr weit definiert, so der irgendwie 7 Blöcke weiter wohnt. Und genau, es gibt definitiv Anhaltspunkte, da steh ich auf jeden Fall bei dir. Ja, ja, cool. Und dann vielleicht noch eine Frage zu deiner Meinung, also zu generell positiven Vorurteilen. Finde ich sehr interessant, weil das war jetzt auch das Einzige, ich habe es jetzt extra ausgewählt, weil es ein positives Vorurteil ist. Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du dazu Stellung beziehen, irgendwie, was du davon hältst. Sind die irgendwie weniger kritisch zu betrachten als, weiß ich nicht, alle Muslime sprechen Arabisch, ja, okay, ist jetzt auch kein negativer Vorteil. Muslime sind Integrationsverweigerer. Also voll oft werden ja irgendwie positive Vorurteile als irgendwas gewertet, was weniger kritisch zu sehen sei als negative. Ja, vielleicht möchtest du dazu noch was sagen. Ja, also jetzt so das subjektive Empfinden, ich würde jetzt erstmal sagen, hey, cool, so, wenn jeder so denken würde. Aber ich sehe definitiv auch Gefahren bei positiven Vorurteilen, nämlich die Gefahr, dass man eine Gruppe an Menschen reduziert auf ihre religiöse Zugehörigkeit. Ne? So nach dem Motto, die sind alle so. So, ne? Das ist so der Prototyp und die haben jetzt alle so zu sein wie er. Und ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich, weil wir leben in einer bunten Welt. Ja? Man muss immer ganz, ganz stark differenzieren. Der eine ist ein mega Spießer, der eine ist vielleicht Muslim, aber ist überhaupt nicht praktizierend, hält sich beispielsweise an keine Lehre. Ein anderer ist sehr, sehr praktizierend. Das heißt, Vorurteile per se sind schon mal falsch, weil nicht alle gleich sind. Genauso wie, ja. Ich finde es auch immer interessant, es gibt ja tatsächlich viele positive Vorurteile. Ne? Also ich persönlich jetzt würde jetzt mal behaupten, ich höre zum Beispiel sehr, sehr oft, und das klingt auch sehr cool, ne? Wenn man irgendwie sagt, ja, der Buddhismus, das ist so die Religion des Friedens. Die sind alle friedlich, so, ne? Ich finde das immer ganz schwierig, weil dem de facto nicht so ist. Das heißt, es gibt genauso wie es gute Buddhisten gibt und sehr friedvolle Buddhisten, an die gar kein Zweifel ist, gibt es auch böse Buddhisten, genauso wie es böse Muslime gibt und gute Muslime böse Muslime. Ich habe jetzt zweimal böse und böse Muslime gesagt. Ja. Es gibt auch gute, die soll es auch geben. Genau, ja. Ich hoffe, keine Ahnung, jetzt deine Frage halbwegs beantwortet zu haben. Ich habe mir jetzt auch einfach gemacht, wenn ich dir eine Frage stelle. Ja. Vielen Dank, dass wir mit bösen Muslimen und guten Muslimen reden konnten. Ich würde euch nochmal bitten, das Blatt umzudrehen, das Vorurteil zu drehen, genau, die Perspektive zu wechseln und dann mal zu schauen, vielleicht mal eure wichtigsten Erkenntnisse oder Gedanken aus dem Gespräch auf dem Zettel direkt zu notieren, damit wir dem Vorurteil eine neue Farbe geben können und es in den Himmel hängen können, aber diesmal kommentiert. Das gilt auch für euch, die ihr hier am Rande sitzen und die uns zuhört.
vielleicht habt ihr eine Idee, wenn ihr das so hört, auch die, nochmal dieser spannende Auszug sozusagen zum positiven Vorurteil, was ihr davon haltet. Und Jill möchte auch noch was dazu sagen. Wir hatten im letzten Jahr mit Shiraz Rajeb und Heiko Drossmann hier auch darüber gesprochen, ob alle muslimischen Frauen gut kochen können zum Beispiel. Und worüber ich gerne auch nochmal sprechen würde, aber es hat sich bis jetzt noch keiner rausgesucht, sind alle muslimischen Männer romantisch zum Beispiel. Ne? Also sind halt auch solche Vorurteile oder ja so Stereotype, die manchmal so kursieren, wo ich dann auch einen Moment drüber nachdenken muss. Aber vielleicht fällt euch ja noch was ein zum positiven Vorurteil. Ich möchte jetzt etwas sagen. Das ist ein großes Problem mit Emma.